So, da sind wir wieder, Freunde. Hallo und herzlich willkommen zu Lego Dimensions Part Nummer 2. Ja, mittlerweile habe ich auch Shell aus dem Level Pack Portal 2 hier mit draufgestellt. So, ich habe mal eben schon Gandalf abgeschossen. Ich möchte gerne Batman sein. So, und wir gehen jetzt hier weiter und zwar durch die Dimension. Sind nicht mehr in Gotham. Auf dem Rücken dieses Balrogs wäre es gemütlicher gewesen. Es ist so bunt. Ja, es ist recht angenehm. Aber wo ist Eisenbart? Irgendwas ist hier. Du empfängst immer noch das Signal. Hier lang. So, los geht es. Das kenne ich schon. Nur Charaktere wie die Hexe, die Silber-Lego-Explosion wollen können. Okay. Ah, da steht, wer das kann. Cyberman, böse Hexe. Homers Fernseher kann das auch. Okay. Homers Auto, Bau Nummer 3. Aquajet. Okay. Dankeschön. Gut, jetzt weiß ich Bescheid, weil, ja, das Problem ist ja ganz einfach. Vorher weiß man das ja nicht, wie man, was man überall alles braucht. Und jetzt weiß ich alles klar. Ich müsste irgendwie so die haben, aber da ich ja sowieso das Simpson Level Pack kaufe, werde ich das früher oder später haben. Weil Homers Fernseher kann es, habe ich gerade gesehen, und Homers Auto kann es auch ab Stufe 3, ne? Deswegen ist es auf jeden Fall schon mal in Ordnung, würde ich sagen, ja. Da ist doch was. Nee, du nicht, Batman. Ich kriege das schon raus. Ich bin schließlich Batman. Beste Detektiv schlägt wieder zu. So, davon können wir nichts aufbauen. Ah ja, genau, das sind ja diese Schlafpflanzen da, ekelhaft. Da muss ich ja mit dem Auto durch. Da ist er. Mal Platz hier. Schlafpflanzen. Auch geil, ne? Singende Vogelscheuche und andere Seltsamkeiten. Scarecrow, wusste ich's doch. Das ist nur eine Halluzination. Ich glaube, jetzt dreht er durch. Jetzt erst? Er trägt ein Fledermauskostüm. Du kommst mit mir, Scarecrow. Ach, noch ein Begleiter auf unserer Reise. Und was fehlt dir? Sinn für Humor. Rück den raus. Aber warum sollten wir das tun? Weil er ein herzloser Schurke ist. Nein, ich bin herzlos. Bin ich denn ein Schurke? Ich sehe etwas Schreckliches. Was? Ist es schon wieder Toto? Ach, du bist ja wirklich herzlos. Ach, oh nein, nicht noch ein Tornado. Und tschüss.
hier vor sich? Ja, wer hat da gelacht? Ich weiß es nicht. Da! Ist das nicht eins der Teile für das Tor? Ja, schnappen wir es uns und verschwinden von hier. Wir sind fast da. Jetzt hat er mir die Steine nicht eingesammelt. Wirklich sehr einfach, oder? Oh, das musstest du jetzt unbedingt sagen. Da kommt die Hexe. Leb wohl! Was ist das? Etwas Magisches? Es sieht so hübsch aus. Fühlt sich mächtig an. Sie dürfen es nicht kriegen. Es scheint, als seien wir nicht die Einzigen, die die Torsplitter haben wollen. Finger weg von meinem Eigentum! Was auch immer es ist! Achtung, Affenbomber! Oh, dagegen sieht Wolkenkuckucksheim normal aus. Wir müssen ihr ausweichen, bis ich eine Chance zum Angriff biete. Okay. Kriege ich hin. Am besten mit dem Batmobil. Ich bin Batman. Oh nein! Die muss da weg. Zack, das gefällt dir, ne? Schieß drauf! Hau sie in ihr eigenes Feuer! Gott, jetzt sind die alle. Ja klar, abhauen, ne? Ein Herz. Noch ein Herz. Ich hab's nicht mehr gekriegt. Ein Fluch, die Zeit zu schinden. Meine Gott. Im roten Nebel sie zu binden. Hund! Hund! Geil! So ein Mist aber auch schon wieder. So, wo sind wir denn jetzt? Das kenne ich noch gar nicht. Ich glaube, das Schloss, von dem die Hexe sprach, liegt jenseits dieses Waldes. Speichern und fortfahren. Erstmal speichern, sehr wichtig. Kreaturen.
So, lass uns erstmal zurückgehen. Einmal gucken. Na, glaube ich, zurück geht nicht mehr. Ne, ne, genau. So, da vorne brauche ich gleich wieder, ja, eine, die hier die Explosionen kann. Genau, ja, okay. Schade. Ich frage mich, was ich denn da brauche. Ach, guck mal, da oben ist ein Apfel. Mal von hier versuchen. Jawohl. Was glaubst du eigentlich, was du da tust? Boah, du. Boah, er wirft Äste auf mich. Jetzt kommen die auch wieder von hinten. Nur Charakter. Ja, okay, das wissen wir ja schon. Okay. Ja, okay. Okay. Keine Ahnung genau, was es war, aber okay. Ich kann vorbei. Und dieses Ding hier weiter. Nur Charaktere wie der Typ von Ghostbusters, die Geister festhalten können. Geisterschwärme bekämpfen. Okay, Ghostbusters kommt leider erst im Januar raus. Kann Reliktscanner ver... Okay, darüber muss die jetzt. Okay, jetzt brauchen wir gleich wieder Batman. So. Nur starke Charaktere wie Superman, die riesige Lego-Gegenstände verwenden können, die rissige Lego-Gegenstände verwenden können, können Lego-Wände zerstören. Okay. Nur Superman kann das. Schade. Das mag zwar einfach aussehen, aber ich muss immer auf Fallen gefasst sein. Okay, jetzt wollen wir wieder unser Auto. Und jetzt weiter. Batmobil. Juh. Erst alles einsammeln. Und wie kommen die anderen jetzt hier rüber? Ein ganzes Schloss. Ja, die sind schon da. Diese Hexe wird mir sympathisch. Okay, wir müssen so Hexenstatuen zerstören.
Eins von fünf, ihr habt es gerade gesehen. Zwei von fünf. Das war mir schon irgendwie klar gewesen, dass die da jetzt das Tor zumachen. Oh, zurück. Da liegen so viele schöne Steine rum. Mit dem Auto geht das einfach schneller, oder nicht? Da kann man einfach mal eben schnell durchrasen. Zack, genauso wie hier. Einfach drüber fahren. Patsching, patsching. Ich frage mich gerade, habe ich eine Statue übersehen, zufälligerweise? Ich gehe lieber nochmal gucken. Habe ich. Okay, alle fünf haben wir. Sehr schön. So. Wo? Achso, da müssen wir bauen. Ja, dann ab dafür. Denk dran, du kannst Lego-Gegenstände anschalten und bewegen, indem du Arbeitsschalter verwendest. Okay, dafür brauche ich wieder das Batmobil. Das hier. Vorsicht! Wildstar kann den Reliktscanner verwenden. Okay. Jetzt muss die wieder auf die andere Seite. Du kannst Batwings verwenden. Ich hoffe, die böse Hexe erwartet. Ihr habt es also hereingeschafft? Na, ich hoffe, es gefällt euch hier. Ihr werdet nämlich nie mehr rauskommen. Ah, ich komme da schon rein. Da kannst du mal von ausgehen. Niemals. Niemals. So. Ganz recht. Es ist die Fledermaus. Das nehmen wir natürlich alles mit, das können wir hier nicht liegen lassen. Guckt euch das mal an, wie viele schöne Steine wir hier bekommen. So, Freunde, wir speichern diesen Spielstand ab, denn das war es für Part Nummer 2 gewesen. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, um keine Folge mehr zu verpassen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, haut rein und Peace.